Hallo und herzlich willkommen, ihr seht, wir sitzen wieder in der Küche. Ich bin's, der Jens. Und Nicole. Und heute beantworten wir mal wieder Fragen aus euren Kommentaren zu den Videos. Zuerst Corporate Carfiling. Tolles Einführungsvideo, Detailvideos wie Strike-Auswahl je nach Strategie, Laufzeit von Weekly bis Leaves, je nach Strategien wäre super. Liebe Grüße aus Österreich. Ja, dann Servus nach Österreich. Also, wenn man Covered Calls macht, nochmal kurz Erklärung, Covered Calls, du kaufst die Aktie und verkaufst eine Option darüber. Und jetzt ist natürlich die Frage Strike-Auswahl. Ja, du möchtest natürlich in einem, das kommt ein bisschen auf die Marktphase an. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Bullenmarkt, dann solltest du immer den Strike etwas höher wählen, damit du einfach mit der Aktie mit Geld verdienen kannst. Sind wir beispielsweise jetzt in einer Marktphase, wo es eher nach unten geht oder wo es seitwärts geht, dann kannst du auch eher At-the-Money-Optionen verkaufen, weil dann kriegst du halt mehr Prämie aus diesen Optionen heraus und federst damit besser eine mögliche Abwärtsbewegung der Aktie aus. Für ein Langfristdepot würde ich auch immer ein bisschen länger laufende Optionen nehmen, also zum Beispiel diese Leaps-Optionen. Ich habe zum Beispiel jetzt in unserem eigenen Langfristdepot Optionen verkauft auf Januar, auf teilweise auf März schon nächsten Jahres, damit einfach jetzt in so einer Abwärtsbewegung viel Prämie reinkommt. Grundsätzlich kannst du das natürlich auch mit Weekly-Optionen machen, also Wochenoptionen, die immer nur noch 5-6 Tage Restlaufzeit haben. Bringt insgesamt mehr Prämie, aber ist natürlich Riesenaufwand und vor allen Dingen Riesenaufwand auch, was die Gebühren betrifft. Und deswegen, ich denke so, die meisten Händler werden wahrscheinlich mit Standardoptionen Restlaufzeit 4 Wochen die besten Erfolge haben. Weekly-Optionen. Hallo Jens, mich würde sehr interessieren, wie diese Weekly-Strategien funktionieren. Es wäre klasse, wenn du einige davon erklären könntest. Vielen herzlichen Dank für die tollen Videos und das tolle Buch. Also, es ist natürlich Weekly-Strategien, es gibt ja eigentlich keine Weekly-Strategien, sondern es gibt ja nur so, dass man sagt, es gibt halt Optionen mit sehr, sehr kurzen Restlaufzeiten. Und damit ergeben sich natürlich grundsätzlich ein paar Ideen, was du damit machen kannst. Weekly-Optionen sind in der Regel immer zu teuer. Das heißt also, die sind überpreist und damit eignen sie sich sehr gut zum Verkauf von Optionen. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, du erwartest eben eine kurze Bewegung in eine Richtung, verkaufst darauf ein Spread oder verkaufst darauf eine nackte Option, dann eignet sich der Weekly sehr, sehr gut, weil sie eben, wenn es in deine Richtung geht, sehr schnell an Zeitwert verlieren. Das ist natürlich auch gleich so ein bisschen der Nachteil, weil dadurch, dass sie so schnell reagieren, kannst du auch kaum noch was machen, wenn es mal gegen dich läuft. Und deswegen würde ich tendenziell Weekly-Optionen immer präferieren als Verkauf. Also man sollte sie eher verkaufen als kaufen. Es gibt natürlich Händler, die sagen, okay, wenn jetzt so eine Aktie beispielsweise, ich erwarte eine sehr, sehr schnelle Bewegung, einen Ausbruch oder irgendetwas, und dann gehen die rein, kaufen Weeklies, weil dann hast du eben ein extrem hohes Gamma. Das heißt, die Option explodiert regelrecht und dann machst du eben sehr, sehr schnelle Gewinne oder sehr hohe Gewinne. Das Problem ist aber, du musst eben dann eigentlich extrem gut sein, was das Erkennen solcher Ausbrüche betrifft. Und deswegen denke ich wieder, für die meisten von uns wird es am besten sein, wir verkaufen Weeklies, generieren die relativ kleine Prämie, die aber eben sehr, sehr häufig, ich glaube, das kommt zu unserem Motto, lieber regelmäßiges Einkommen als Jackpot am nächsten. Distributionstage 2. Distributionstage. Hallo Jens, wie schieben die Institutionellen die Preise wieder nach oben? Durch Kaufen oder durch Stop-by-Orders? Oberhalb der Aktienkurses? Eine genauere Erklärung wäre gut. Also, wie schafft es ein Institutioneller, wenn er Preise mal in eine Richtung bewegen will? Im Grunde genommen ist es egal, ob sie sie nach oben schieben oder nach unten schieben. Ein Institutioneller, müsst ihr euch vorstellen, hat ja dann doch eine Menge Geld zur Verfügung, also eine Investmentbank, ein Hedgefonds und so weiter. Und wenn der ein bestimmtes Niveau kaufen oder verkaufen will, dann wird er nicht hergehen und wird diese Order, der will jetzt 10 Millionen Aktien kaufen. Oder sagen wir mal besser, weil wir über Distributionstage gesprochen hatten, also das heißt die Umverteilung auf der Oberseite, der wird jetzt nicht 10 Millionen Aktien mit einem Schlag verkaufen, sondern er wird hingehen, wird immer mal wieder radikal ein paar Aktien rausschmeißen und sagen, so, jetzt verkaufen wir mit einem Schlag 250.000 Stück. Das drückt den Preis.
Und dann macht er aber eins, in diesen Verkauf hinein kauft er sofort wieder 100.000 Stück. Also das heißt, der gibt 250.000, der Preis fällt und dann sagt er sofort, ich kaufe 100.000. Und dass diese, dann denken ja viele Leute, ah, siehst du, es kommt wieder Volumen rein, hier wird wieder gekauft und treiben dann selber auch wieder mit dem Bruch, den Preis nach oben, nicht den Bruch. Und dann hast du einfach, für den ist es eine Nettorechnung, der sagt dann, okay, 250.000 verkauft, 100.000 zurückgekauft, ich habe 150.000 los. Und dann macht er das so oft, bis er eben seine 10 Millionen Aktien los hat. Und das hat man auch ganz oft im Future-Handel, dass man eben auch sagt, wenn du große Orders hast, die du unterbringen willst am Markt, dann werden die nicht mit einem Schlag untergebracht, sondern es werden dann immer wieder Gegengeschäfte gemacht, um den Markt zu stabilisieren, um den Markt auf einem gewissen Niveau zu halten, egal ob Kauf oder Verkauf, weil sonst würden die Preise ja weglaufen. Also wenn jetzt einer sagt, 10 Millionen Aktien verkaufen und hier, da sind sie, bricht der Preis zusammen. Wenn er dagegen das stückweise macht, immer wieder und immer mal wieder ein paar zurückkauft, dann stabilisiert sich der Preis und er schafft es, oben alles wegzugeben. Und unten ist genauso. Niemand geht unten rein und sagt jetzt, komm, ich kaufe für 10 Millionen oder ich kaufe jetzt 10 Millionen VW-Aktien. Sondern wenn die Leute das machen, dann werden sie sagen, okay, fang mal an, kauf mal 100.000 und dann nochmal 100.000, nochmal 500.000. Und wenn der Preis zu schnell hochgehen würde, dann würden die auch wieder 250.000 Market verkaufen, weil die wollen ein Preisniveau haben, wo es sich für die lohnt, große Orders auszuführen. Wir können das natürlich nicht machen, weil uns fehlt schlicht und ergreifend das Geld. Und nun die letzte Frage. Mit welchen Strategien fängt man am besten an? Hallo Jens, danke für das Video. Ist es empfehlenswert, diese Strategien vorher back zu testen und wenn ja, mit welcher Software? Also, vielleicht mal grundsätzlich zum Thema Backtests. Es ist immer gut, wenn man Strategien backtestet. Das heißt also, damit man erstmal eine grobe Idee hat, funktioniert das. Das kannst du mit allem machen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte halt immer eine Aktie kaufen, wenn es über dem 200er kleinen Durchschnitt ist, kannst du das backtesten, damit du erstmal eine Idee bekommst, ob diese Idee, die du hattest, totaler Blödsinn ist oder ob es überhaupt ein bisschen Sinn macht. Das Problem bei Optionen ist auch einfach, dass es extrem schwierig ist, das Ganze backzutesten, weil du in der Regel nie genau sagen kannst, du nimmst immer die gleiche Option. Also wenn du sagst, ich möchte immer eine Aktie kaufen, wenn die irgendwo was Spezielles macht, dann ist das diese eine Aktie. Was macht es aber bei einer Option? Du hast ewig viele Laufzeiten, du hast ewig viele Strikes. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, das Ganze zu machen. Und dann kommt noch der zweite Teil nämlich hier dazu, welche Software. Wir arbeiten damit OptionView. OptionView ist eine ganz gute Software, wo man das machen kann, zumindest wo man es mal händisch überprüfen kann. Also man könnte sich da auch Algorithmen schreiben, man könnte das machen, aber das ist relativ aufwendig, aber so händisch, dass man sagt, komm, ich gucke jetzt mal das letzte Jahr, was wäre denn rausgekommen, wenn ich immer das gemacht hätte. Das erfordert halt ein bisschen Zeit, aber es hilft natürlich am Anfang, Sicherheit zu bekommen. Wenn du jetzt wie wir seit 10 Jahren, 15 Jahren handelst, dann weißt du ja, dass gewisse Dinge funktionieren. Wenn du jetzt auch sagst, so, du fängst jetzt morgen an, dann weißt du ja noch nicht, ob es funktioniert, weil du es selber noch nicht erlebt hast. Das kann ich zwar so sagen, klar funktioniert das, aber dann sage ich dir das ja nur, du hast selber das Vertrauen noch nicht. Und das Vertrauen kannst du aber erst haben, wenn du halt, was weiß ich, 5 Jahre gehandelt hast. Und deswegen machen viele Leute Backtests, um zu sagen, naja, ich habe es ja auch backgetestet, es scheint schon zu funktionieren, jetzt muss ich bloß selber noch dran glauben. Und deswegen kann man das machen. Wie gesagt, Aktienstrategien, Future-Strategien würde ich immer backtesten. Bei Optionsstrategien würde ich zumindest meinen händischen Backtest vielleicht über 12 Monate machen, eben mit so einer Software wie OptionView. Das größte Problem beim Backtest von Optionen ist übrigens die Daten, dass du überhaupt Daten bekommst. Future-Daten kannst du da ablesen, aber du kriegst einen Chart her von einer Option. Deswegen brauchst du sowas halt wie OptionView und es gibt auch noch ein paar andere. Nie ganz billig, kostet halt ein bisschen was. Moin Jens. Moin Moin. Für mich eine Edge zu haben, hat immer mit Insiderwissen zu tun. Gruß Antonio. Also Edge heißt ja Vorteil. Und ich glaube, wir haben in dem Vortrag, das war dieser Vortrag bei den IB Days, ich habe darüber gesprochen, dass du sagst, du brauchst einen statistischen Vorteil an der Börse. Und statistischer Vorteil kann schon mal kein Insiderwissen sein, weil Insiderwissen, das würde sich ja immer nur auf wenige beschränken. Insiderwissen ist definitiv ein Vorteil, aber erstens, es ist illegal und zweitens, wie sollen wir an diesen Vorteil kommen?
Das heißt, wir wissen, also wenn wir jetzt vor 6 Monaten schon gewusst hätten, dass VW seine Software manipuliert, wäre das für uns ein Riesenvorteil gewesen. Ne? Dann säßen wir halt nicht in einer Küche, sondern wir wären schon, wo wären wir dahin ausgewandert? Malediven oder sowas, ne? Oder, aber das ist natürlich was, das ist ja nur den allerwenigsten zugänglich, sowas. Und das heißt, deswegen kann ich nie damit was anfangen. Ich kann nicht sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um Insiderwissen. Das hat ja auf Wall Street funktioniert, 80er Jahre in dem Film, aber heute halt nicht mehr. Und deswegen, Insiderwissen, ja, das gibt es, aber wird definitiv auch genutzt. Gab es in den letzten Jahren viele, viele Prozesse auch in den USA, etliche Leute für viele Jahre ins Gefängnis gegangen. Wir können sie nicht nutzen, deswegen brauchen wir andere Vorteile. Und das kann eben einfach sein, Erfahrung kann es sein, ein großes Konto kann es sein, definitiv Vorteil lieber mit 100.000 zu handeln als mit 1.000. Gebühren sind ein Vorteil, wenn du kleine Gebühren hast. Und es sind eben diese statistischen Vorteile, dass du sagst, machen wir es mal einfach auf den Optionshandel, es verfallen nun mal mehr Optionen, als dass es ins Geld schaffen. Das ist ein Vorteil und den kannst du halt nutzen. Das heißt noch lange nicht, dass du dann automatisch Gewinne machst, aber du stehst schon mal auf der richtigen Seite. Wenn du halt immer nur Optionen kaufst, dann hast du von vornherein den Vorteil gegen dich. Das heißt, du hast eigentlich einen Nachteil und dann wird es am Ende wahrscheinlich nichts werden. Okay, dann würde ich sagen, wir trinken Kaffee. Okay. Und wenn ihr das nächste Video seht, dann haben wir wieder kein Insiderwissen. Falls ihr keins mehr seht, dann sitzen wir auf den Malediven. Ja, gut, reden wir mal, wo wir hin waren, oder? Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.